Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem kleinen Ründchen Minecraft Survival. Heute sind wir mal wieder dabei, die Sonne scheint, die Kühe strahlen uns an und ja, ich würde sagen, mehr kann man doch gar nicht verlangen. Heute ist mein Geburtstag, ja, ich nehme an meinem Geburtstag was auf, oh mein Gott, was bin ich für ein Mensch. Naja, wie dem auch sei, ich habe ganz, ganz viele Glückwünsche von euch erhalten vor 2 Tagen, also ich lade ja mal ein bisschen im Voraus hoch. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollte ich dafür einfach mal fett Danke sagen, Leute, dass ihr alle an meinen Geburtstag gedacht habt. Super sweet von euch und ich konnte nicht auf jeden Kommentar antworten, aber trotzdem vielen, vielen Dank. So, und ja, was gibt's Neues bei mir? Wir haben die 30.000 geknackt. Gut, dazu gab's ja schon ein Video, bald 32.000, glaube ich. Und YouTube hat mich zu irgendwelchen Creator Days eingeladen, aber das interessiert euch bestimmt nicht. Also von daher machen wir einfach mal weiter, farmen hier ein bisschen Zeug ab. Mir wurde auch gesagt, ich soll doch eine automatische Farm damit machen. Habe ich ja selber schon eine vorgestellt und so weiter, aber für den Moment baut sich das doch halbwegs schnell ab selber. Also von daher brauchen wir da eigentlich nichts zu machen. Ich weiß auch gar nicht, wie man die Observer baut, das müsste ich mal nachgucken. Eventuell könnten wir ja doch eine Farm machen und dann müssen wir uns da nie wieder drum kümmern. Aber hey, als erstes würde ich sagen, vermehren wir unsere Kühe und es wird auch schon wieder Nacht, oder? Es wird, glaube ich, schon wieder Nacht. So eine Sauerei. Was soll man denn da machen? Könnt ihr schon wieder? Ihr könnt schon wieder. Haha. So, ihr zwei macht mal Liebe. Perfekt. Sehr schön. So will ich das sehen. Gut. Baue ich jetzt noch weiter? Warte ich, bis es Nacht wird? Schauen wir mal. Als erstes nehme ich mal dich mit. Und ich nehme dich mit. Und dich mit. Und das war's auch schon wieder. Mal gucken, ob wir irgendwo Samen bekommen haben. Oh, 6 Stück. Das hat sich ja richtig rentiert dieses Mal. Einmal hier hin, einmal hier hin. Und einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal hier, hier. Und das war's auch schon wieder. Aber ihr seht, unser Feld wächst und gedeiht. Ach, ist das nicht cool. Ich mag das. So, dann müssen wir mal sehen, dass wir hier eine Wand reingezogen bekommen, dass wir hier ein Zauntor reinbekommen. Und eventuell mache ich einfach mal so einen kleinen Weg hier schon mal vor meinem Haus. Gib mir mal eine Sekunde. Habe ich Erde dabei? Ich habe keine Erde dabei. Aber auf jeden Fall wollte ich hier mit ein bisschen Gras und der Schaufel wollte ich so einen kleinen Weg vor meinem Haus machen, damit das einfach ein bisschen ordentlicher aussieht und schöner. Und ihr kennt mich, das muss alles perfekt sein. Sonst bin ich nicht zufrieden. So. Das hier machen wir alles mal weg, da packen wir gleich mal Erde rein. Aber fürs Erste würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Kann ich noch nicht, sowas Blödes aber auch. Und ich habe echt keine Erde mehr. Eieieiei. Kann ich jetzt schlafen? Jetzt kann ich schlafen. Dann würde ich sagen, beginnen wir den neuen Tag gleich mal damit, dass wir ein bisschen Erde farmen, oder? Ja, ich denke, das ist, was wir machen. Wo farmen wir Erde? Ich würde sagen, wir gehen mal nach da hinten und farmen da irgendwo Erde ab. Oder nee, ich hätte gerne den Berg beibehalten. Naja, schauen wir mal. Mir wurde auch gesagt, ich soll doch bitte in diesem Berg ein Haus bauen. Werde ich auch sicherlich irgendwann noch machen. Aber fürs Erste richten wir uns hier unten häuslich ein, bauen ein bisschen was, erkunden ein bisschen die Gegend. Aber wie gesagt, wir schauen mal. Immer mit der Ruhe. Das Let's Play soll ja noch länger gehen. Das wird jetzt nicht so ein 10-Folgen-Projekt, sondern weiß nicht, vielleicht knacken wir irgendwann ja sogar die 100, falls ihr da noch Bock drauf habt. Also bis jetzt ist der Input von euch oder das Feedback von euch richtig gut, ihr freut euch alle immer auf die nächste Folge und ihr schaut das super gerne und da freue ich mich echt sehr drüber. Ich hätte nicht gedacht, dass das Projekt so gut bei euch ankommt, aber wenn es das tut, bin ich da überglücklich, weil ich spiele das ultra gerne und wenn ihr das auch so mögt, dann bin ich da echt glücklicher, geht nicht, ne? Also freut mich echt, dass euch das so gefällt und dann wird es natürlich auch immer mehr Folgen geben. Sei denn, ich habe irgendwann keine Lust mehr drauf, womit ich in nächster Zeit nicht rechne, aber wer weiß das schon. So, ging das so nicht? Ach, das geht nur auf Erde, auf Gras. Och, das ist ja schon wieder blöd. Naja, macht nichts. Wir bauen erstmal unser Dach fertig, würde ich sagen. Dann bauen wir hier ein paar Wände rein und schauen mal, wie weit wir in der Folge kommen, oder? Ja. Stecken wir uns einmal kurz hier nach oben. Und dann müssen wir nochmal nach da drüben. Obwohl, nee, wir können ja erstmal hier hinbauen und dann können wir da drüben bauen. So machen wir das. Also einmal hier entlang. Und hier einmal fröhlich frei ein paar Stufen hin platziert. Dann ein bisschen Holzbretter oben drauf und komm mal her. Zack, einmal zu mir und hier auch nochmal ein paar Holzbretter entlang. Hier auch nochmal ein paar Holzstufen oben drauf und dann schauen wir mal. Dann gehe ich einmal nach hier oben, einmal hier nach rechts und eventuell, ach mir fehlt eine Treppenstufe. Ah nee, die habe ich ja sogar mitgenommen. Hey, cool, passt ja perfekt. Und dann können wir hier eigentlich weiterbauen, oder? Ja, können wir machen. Also einmal fürs Erste so und einmal hier in die Ecke und einmal hier hin und dann einmal hier nach oben. Ha, komm mal her, perfekt. Und hier einmal ein paar Treppenstufen hin. Oh, die war falsch rum. Du gehörst hier nicht falsch rum hin. Wir wollen keine falsch rum Treppenstufen hier. Raus mit euch. Okay, nein. Nicht, dass noch irgendwelche Leute was Falsches von mir denken. Versteht mich da nicht falsch. Ich mache nur gern meine Witze. Ich bin überhaupt nicht so eingestellt, was sich manche Leute jetzt vielleicht gedacht haben. Ich mache nur gern meine Witze und damit hat sich's. Weil ich finde, man soll ja über alles Witze machen können. Habe ich, glaube ich, sogar in der letzten Folge angesprochen. Über was darf man noch Witze machen und was ist nicht mehr lustig. Leider habe ich die letzte Folge noch nicht hochgeladen und die kommt wahrscheinlich jetzt auch erst in, unendlichen Gezeiten, aber
Hey, kommt vor. Und würde mich einfach mal interessieren, was ihr da geschrieben habt. Bin ich echt gespannt auf euer Feedback, was ihr noch lustig findet und was ihr meint, was ich nicht mehr gehört, weil ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, der denkt, mit Witzen und mit Spaß kann man einiges verarbeiten. Wesentlich besser, als wenn man überall ernst ist und so weiter. Klar ist Ernst natürlich überall wichtig, also gerade in Politik und so Sachen will ich nicht behaupten, dass da alles mit Spaß und so geht. Das ist halt einfach nicht möglich bei so unterschiedlichen Interessen teilweise, aber gerade wenn es um die Verarbeitung von irgendwelchen Themen geht, wie Flüchtlingskrise, ach, was auch immer, was gerade so im Moment anliegt mit Trump und so weiter, finde ich, es sind ernste Themen, keine Frage, das will ich auch nicht abstreiten, aber ich finde, wenn man Leute dazu bringen kann, darüber nachzudenken, indem man darüber Witze macht, die halt jetzt lustig sind, klar, aber die halt auch zum Nachdenken anregen, dann finde ich, gibt es eigentlich keine bessere Methode, das zu bewerkstelligen, oder? Ist doch eine coole Sache. Wie seht ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, unser Dach ist aber gleich fertig. Jetzt mal nicht rumgewitzelt. Unser Dach ist fertig. Hey, cool. Das gefällt mir. Machen wir hier vorne? Nee, machen wir nicht. Fürs Erste schon mal nicht schlecht. Ich gehe mal hier wieder nach unten. Einmal hier drauf und einmal nach unten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von hier vorne an. Was haben wir denn hier so? Och, das sieht aber ganz schick aus. Das gefällt mir echt ganz gut. Ist jetzt kein besonderes Haus und so, aber fürs Erste nicht schlecht. Gefällt mir gut. Und was macht eigentlich dieser Kackstift hier in der Gegend? Der soll hier aber nicht sein. Und ich habe ab und zu so ein paar Ruckler, oder? Kommt euch das auch so vor? Ich weiß nicht. Habt ihr was bemerkt? Ihr bemerkt das wahrscheinlich mehr als ich, aber komisch. Ab und zu kommt es mir ein bisschen ruckelig vor. Das soll mal nicht so sein. So, als Nächstes brauchen wir, arbeiten wir mit, könnten wir tun. Ich habe jetzt gerade keinen Nomen genannt, aber was ich eigentlich meinte war. Stonebricks. Wir wollen mit Stonebricks arbeiten. Zumindest ich will mit Stonebricks arbeiten. Dazu schnappe ich mir einfach mal ein bisschen Kohle und mache hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Sehr schön. Und hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und einmal Shift raus. Und hier auch nochmal 7, 8. Und hier auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Das Eisen klatschen wir einmal hier rein. Und oh Gott, haben wir viele in unserem Inventar. Zuckerrohr kommt auch mal hier rein. Leder haben wir auch noch ein bisschen. Ach, wir haben so viel Müll, das gibt's gar nicht. Bisschen Cobblestone haben wir hier schon, aber wir haben unten ja sicherlich noch ein paar Stacks rumfliegen von unserer letzten Minenexpedition. Und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, jetzt muss ich irgendwas wegschmeißen. Ich will nichts wegschmeißen. Dich können wir stacken und dich können wir sicherlich auch irgendwie aufteilen. Nicht? Okay, aber dich können wir stacken. So, und jetzt können wir auch mehr Bruchstein mitnehmen. Oder Cobblestone. Ich sag, ich gewöhne mich echt ans Deutsche und sag Bruchstein. Ha, ich sollte mich schlagen. Also, einmal hier hin. Einmal ein Stack Cobblestone rein. Hier auch nochmal ein Stack Cobble. Ein Stack Cobble. Ein Stack Cobble für dich. Und ein Stack Cobble für dich. Perfekt. Dann können wir ganz viel Stein machen und können dann später ganz, ganz viel Bricks machen. Und damit können wir unsere Wände bauen. Sehr schön. So will ich das sehen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wenn wir unser Haus mal größer bauen? Erstmal kein Interesse, oder? Nö, also im Moment habe ich noch kein Interesse. Ich könnte mir mal eine Angel bauen. Habe ich Fäden? Hallo? Fäden? Habe ich Fäden? Nein, ich habe keine Fäden. Das ist natürlich blöd. Was macht hier noch eine fast ganze Eisenspitzhacke drin? Naja. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Lasst mich mal überlegen. Also für die Wände bräuchte ich im Prinzip die Bricks, die noch eine Ecke dauern könnten. Und ich bräuchte, aus was machen wir denn das? Wollen wir das mit Wolle machen? Mit Wolle würde das natürlich cool aussehen. Ich guck mal kurz. Ich schaue einmal ganz kurz, ob wir hier genügend Wolle haben. Ich glaube zwar nicht dran, aber hey. Wir haben hier 38 weiße Wolle. Das kann doch nicht alles sein, oder? Ach richtig, wir haben ja hierfür auch noch was verbraucht. Aber hey, das kann doch wirklich nicht alles sein, oder? Zwei hellgraue Wolle. Das war's echt, oder? War's das? Ich habe keine Wolle mehr. Das ist aber blöd. Dann müssten wir mal Schafe suchen gehen. Machen wir das? Komm, wir gucken mal nach Schafen. Ich bin mir sicher, wir finden hier sicherlich irgendwo welche. Und wenn nicht, da hinten gibt es noch Schweine. Aber ich habe keine Karotten. Ha. Oder? Für Schweine brauchen wir Karotten, gell? Ja, ich meine, sowas war da. Also, die können wir erstmal nicht mitnehmen. Warte, was brauchen wir denn für Schafe? Schafe, was brauchen wir dafür? Ich hätte ja jetzt gesagt Gras, aber, wir probieren einfach mal ein bisschen rum. Während ich hier durch die Gegend springe. Habt ihr irgendwo Schafe hier gesehen? Hallo? Schafe? Schaf? Irgendwo ein Schaf und ich habe ein Monster gehört. Naja, das soll mal vor sich hin monstern. Ich suche erstmal Schafe. Hier sind auf jeden Fall richtig schön viele Schweine. Die werden wir sicherlich irgendwann alle mal mitnehmen. Und da oben sehe ich da ein Schaf. Hallo? Nein, das war eine Birke. Verdammt. Ich dachte, ich hätte ein Schaf gesehen.
So ein Ärger aber auch. Hier drüben irgendwo Schafe? Hallo? Hallo? Schafe? Schafe? Nein, keine Schafe. Blöd, ärgerlich. Ich hatte doch auf meinem Hinweg ganz, ganz viele Schafe gesehen und ich hatte doch auch einige am Leben gelassen, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass da sowas war. Wo sind die denn abgeblieben? Das ist wie, wenn man mit 10 Leuten auf einer Klassenfahrt irgendwo hingeht und dann nach einer Stunde sind es jeweils nur noch 2er-Grüppchen. Und dann fragt man sich, wo ist denn der Rest hingegangen? So komme ich mir gerade vor mit den Schafen. Hier sind auch keine Schafe, verdammt! Da hinten sind wieder ganz, ganz viele Schweine. Das ist ja toll. Aber euch brauche ich im Moment nicht. Ist aber ärgerlich mit den Schweinen und den Schafen. Also ich meine, nachher werden wir die Schweine sicherlich brauchen, aber im Moment suche ich Schafe. Weil ich will mit Wolle bauen. Und für Wolle brauche ich Schafe. Wer hätte es gedacht? Johannes kann logisch denken. Sachen gibt's. Egal, ich versuche gerade irgendwas zu kommentieren, was stocklangweilig ist, wie ich einfach nur durch die Gegend springe und mein Essen verbrauche. Aber es muss ja auch mal sein. Naja, sein muss es nicht, aber es kommt halt gelegentlich in Minecraft vor. Oh, hier ist eigentlich auch ein schöner Ort, oder? Hier ist auch echt schön mit der Wüste da und so. Das gefällt mir auch richtig gut. Aber immer noch keine Schafe. So ein Ärger. Habt ihr irgendwo Schafe gesehen? Wenn ihr Schafe gesehen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Werde ich sicherlich in der nächsten oder übernächsten Folge mal losziehen und wirklich Schafe holen. Aber im Moment sehe ich leider keine. Aber was wir machen können, wenn wir schon hier sind, wir können mal ein paar Dead Bushes mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, was wir mit Dead Bushes verzieren könnten, aber hey, wenn man schon welche da hat, nur warum nicht mitnehmen? Die Kakteen könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Wären die immer noch so abgebaut? Ja, oder? Sieht gut aus. Also einmal Kakteen. Ganz, ganz viele Kakteen und ein paar Dead Bushes und dann haben wir zumindest so ein bisschen was gemacht. Und hey, guck mal, hier gibt's Hasen. Cool. Allerdings weiß ich auch nicht, was man für die braucht. Ich nehme mal an Karotten. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage Karotten, ne? Warte, kriege ich das Sticks raus? Och, ich bekomme das Sticks raus. Die kann man ja so gar nicht abbauen. Ach, ist das blöd. Und was machen eigentlich Hasen in der Wüste? Kann mir das mal jemand erklären? Huch, wo geht's hier hin? Hallo? Hallo? Schneit das hier? Bin ich blöd? Seht ihr das auch? Diese Partikel, die hier rauskommen? Sieht irgendwie aus, als ob es schneit. Und da unten ist ein Skelett. Werde ich mich mit dir kurz duellieren? Ach nee, warum? Warum sollte ich? Ich bin ja nicht auf Konfrontationen aus. Aber wenn wir schon dabei sind, nehmen wir noch ein paar Kakteen mit. Geht das hiermit schneller? Nein. Okay, das geht mit allem gleich schnell. Schön zu wissen. Ja, geht's wirklich. Okay, das schickt aber erstmal. Wir können die Kakteen ja auch anpflanzen. Also von daher, mehr brauchen wir nicht. Und ich will nach Hause, bevor es dunkel wird. Schaffe ich zwar wahrscheinlich nicht mehr. Aber hey, vielleicht sehen wir ja ein paar Spinnen, die wir noch klatschen können, damit wir ein paar Strings bekommen und uns für die nächste Folge eine Angel machen können. Weil mir wurde ja auch gesagt, Johannes, angel mal. Das ist voll gut und praktisch und so weiter. Ich meine, noch praktischer ist es, wenn man da irgendwelche Verzauberungen drauf hat auf der Angel. Aber das können wir auch machen. Wir könnten in die Höhle gehen und uns ein bisschen Obsidian holen, um uns einen Verzauberungstisch zu machen, um dann die Angel, die wir bauen, wenn wir Spinnen getötet haben, zu verzaubern, um besseres Zeug zu bekommen. Das wäre eigentlich auch ein Plan. Ich glaube, das nehme ich in der nächsten Folge mal in Angriff. Also wahrscheinlich nicht komplett, schaffen werde ich das nicht, aber in Angriff nehmen, ne? Zumindest das. So, einmal hier elegant langgehopst. Nehme ich ein paar Schweine mit. Ach nee, komm, ihr bleibt am Leben. Warum sollte ich euch töten? Warum? Ich habe gar keinen Grund dazu. Ich bin ein friedfertiger Mensch. So. Wo ist mein Zuhause? Hat jemand mein Zuhause gesehen? Hallo? Oh, guck mal, ein Creeper. Und meine Mom rumort unten im Flur. Okay, schön zu wissen. Also Monster spawnen schon mal, aber Spinnen habe ich noch keine gesehen. Wo sind die denn, diese blöden Spinnen? Zombie haben wir schon mal. Okay. Komm mal her. Wir könnten da hinten bei unserem Zaun eigentlich auch mal ein paar Fackeln drauf pflanzen. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr drauf. Gute Nacht. So. Oh, du kannst nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind. So was Blödes aber auch. Komm mal her. Du sollst hier nicht sein. Ich kann sonst nicht schlafen. Warum auch immer. Aber ich kann es nicht. Also sterb bitte. Spinnen haben wir immer noch keine gesehen. Ärgerlich. Naja, so kann ich jetzt schlafen. Endlich. So hoffen wir, dass wir jetzt auch durchschlafen können. Das fände ich ziemlich cool. Ja, sehr schön. Hat geklappt. Hier spleasen irgendwo noch ein paar Zombies rum. Aber die sind ja für uns kein Thema. Wir sind ja Minecraft-Profis, ne? Wisst ihr Bescheid. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Hier, der Brick sollte eigentlich fertig sein, oder? Ja, also die Steine, ganz normal. Hier sind noch ein paar, hier sind noch ein paar und hier sind noch ein paar. Wisst ihr was? Dann nebenbei pflanze ich schon mal ein paar Kakteen an, damit wir immer mehr davon haben. Ich weiß zwar nicht, wofür wir die brauchen könnten, aber hey, Kakteen auf Lager haben ist immer bestimmt ganz praktisch. So, hier noch ein paar hin, hier noch ein paar hin. Ah, richtig. Die machen ja Schaden, da war ja was.
Gut mitgedacht, Johannes. So, jetzt gehen wir einmal ganz kurz in unser Crafting-Menü und machen einmal den da. Und machen einmal den da. Und nehmen uns einfach mal kurz ein paar Steinziegel mit. Und fangen dann mal mit unserem Häuschen hier an, um da mal ein paar vernünftige Wände reinzuziehen. Mir ist aufgefallen, die Dinger sind eigentlich sogar verdammt teuer. Die sehen wiederum cool aus in dem 3D-Texture-Pack. So, wenn man so von beiden Seiten sieht, nicht ganz so, aber insgesamt sehen die nicht schlecht aus. So, ich würde sagen, wir machen unseren Eingang hier hin, oder? Ja, können wir machen. Dann kommt hier wieder ganz normal Zeug hin, hier auch. Und eventuell machen wir da drüben nochmal einen Ausgang hin oder so. Dann kann man da so durchlaufen. Ja, das klingt eigentlich nach einem Plan. So, einmal so und einmal so hin. Und irgendwie leckt das ab und zu, wenn ich hier Blöcke platziere. Habt ihr auch das Gefühl? Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum. Einmal so, einmal so. Und einmal hier weg, einmal hier weg, einmal hier weg. Und ihr verschwindet da mal. Dankeschön. Wunderbar. Och, nö. Könntest du da bitte wieder reingehen? Oh, lol, wie es wirklich wieder reingegangen ist. Naja. Dann sei halt gerne eingesperrt, ne? Sage ich auch nichts gegen. So, jetzt haben wir hier schon mal so ein bisschen was und haben wir noch Zeit in der Folge? Hallo? Haben wir noch Zeit? Oh, wir haben noch 2 Minütchen, 3 Minütchen. Dann können wir hier im Prinzip schon mal den Boden rausreißen und den durch ein bisschen Holz ersetzen. Ich würde zwar gerne Fichtenholz nehmen, aber da wir das im Moment nicht zur Verfügung haben, müssen wir uns wohl mit Eichenholz abfinden. Huch, oh, richtig, da war ja ein Loch im Boden. Da war ja was. Nein, schwimmen gehen wollte ich da jetzt nicht. Und dieses Erdabbauen ist immer so laut auf meinen Ohren. Alles in anderen Minecraft ist immer so ganz normal und hört sich gut an. Aber wenn ich dann Erde abbaue, ne? Da ist aber richtig Party auf meinen Ohren. Ich weiß nicht, warum das so laut ist. Irgendwas habe ich da bestimmt an den Einstellungen falsch gemacht oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin da so ein Typ, der was falsch macht. Aber auf jeden Fall ist es laut. Das wollte ich im Prinzip nur sagen. So, Sticks haben wir ja genügend von unseren Dead Bushes. Ach man, ich hätte die gern mitgenommen. Die sind bestimmt cool zur Verzierung. Oh, ich hatte noch eine Schaufel. Ja, läuft bei dir, Johannes. Läuft ja mal richtig. Hättest du einfach mal ins Inventar geguckt. Naja, komm vor. So, hier noch ein bisschen Sand weg und hey, wir bekommen auch Erde dabei. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und Sand. Können wir alles gebrauchen. Wir können eigentlich immer alles in Minecraft gebrauchen. Egal, wenn man was abbaut, nie wegschmeißen, weil irgendwann wird man es brauchen. Bin ich mir immer ziemlich sicher. Außer Cobblestone. Wenn man dann wirklich mal so 5 Stunden Stripminen war oder so, dann braucht man wirklich keinen Cobblestone mehr. Dann kann man den auch wegschmeißen. Aber fürs Erste kann ich echt alles gebrauchen in Minecraft. Aus allem lässt sich was zaubern. Was cool aussieht. Naja, zumindest versuche ich's. Das heißt nicht, dass ich es immer schaffe, aber ich versuche es zumindest. Und ich meine, der Wille zählt, ne? So, einmal hier überall Holzplanken hin und einmal hier hin und dann nochmal in die Mitte. Und dann haben wir zumindest so eine Kleinigkeit geschafft in der Folge. Ich bin nur viel rumgelaufen und habe viel gelabert, aber ihr kennt mich. Das kommt irgendwie immer vor in meinen Folgen. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin so eine alte Labertasche. Ihr kennt das ja. So, hier noch einmal 28 Eichenholzbretter. Die verkloppen wir noch einmal ganz kurz hier hin und ja, dann haben wir zumindest schon mal einen Boden hier drinnen. Ja, sehr schön. Und ich finde, das sieht eigentlich echt cool aus hier. Ich habe zwar nur noch 60 FPS, weil das 3D-Addon echt Grafik frisst, aber hey, kommt vor. Und vielleicht lösche ich auch ein paar Texturen daraus, weil, wie ich ja schon gesagt habe, gefallen mir manche echt gut und manche halt nicht so. Also muss ich mal gucken. Irgendwann setze ich mich da mal ran in Ferien oder so und mache das mal ordentlich. Versprochen, wirklich. Ihr kennt mich, ich mache es wahrscheinlich nicht, aber wenn ich dran denke, mache ich es. Wirklich. Ich nehme es mir zumindest vor, ich schreibe es mir auf meine tolle To-Do-Liste und dann wird das schon irgendwie werden. So, hier noch einmal ganz kurz nachgepflanzt und so langsam fängt es doch an auszusehen wie ein Haus, oder was meint ihr? Ich denke schon. Was wir eigentlich auch noch machen könnten, wären Cobblestone-Walls, damit kann man richtig cool verzieren. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Wisst ihr was? Warum eigentlich nicht, wenn wir schon dabei sind? Lass mich einmal ganz kurz hier hin und ah nee, die Folge ist ja rum, oder? Ach richtig, die Folge ist rum. Hm. Naja, dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge wieder, Leute. In der nächsten Folge weiter. Bis dahin, Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr neu dazugekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei. Für die Leute, die up to date bleiben wollen, unten ist Twitter verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin, spielt fleißig weiter. Ciao und haut rein.